Herzlich willkommen in meinem täglichen Finanzenergie. Wie wirkt die kosmische Energie auf unsere Finanzen für den heutigen Tag am 8. August 2017? Wir sollen die Finanzen selbst im Hand haben. Kleine Investitionen bringen auch Gewinn. Die Verträge sollen wir erst unterzeichnen, wenn wir das selbst überprüft haben. Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtschaft, diese Kontakte kann ein Vorteil sein. Heute ist auch ein kleiner Gewinn oder eine Überraschung, was auch Geld bringt, ist sehr gut möglich. Wo wir Unklarheiten haben, das sind die Banken oder Finanzamt. Und es ist gar nicht so einfach, dort etwas zu klären, weil das ist ein Hin und Her. Ein Hin und Her kann auch bei einer erbschaftlichen Sache handeln und da erleben wir auch Ungerechtigkeiten. Eine große Investition oder Spekulationen führt zum Verlust. Es kann auch Kontakte sein von Vergangenheit und da sollen wir achtsam sein, weil es kann sogar um Täuschungen, Enttäuschungen, manchmal sogar zum Betrug handeln. Und das war mein heutigen Finanzenergie. Wenn jemand wissen möchte, was das persönlich ausschaut, natürlich können wir das maßgeschnitten anfertigen bezüglich auf dem einzelnen Geburtshoroskop. Und dann freue ich mich auch auf solchen Kontakten und ich werde das natürlich gerne ausrechnen und das ist dann sehr individuell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.